Ja, ein ganz herzliches Willkommen zur Lehrveranstaltung Algorithmen und Datenstrukturen. Ja, mein Name ist Carsten Morisse. Ich bin seit über 20 Jahren hier Lehrender und freue mich in jedem Semester auf dieses wunderschöne Modul, was aus meiner Sicht eines der wichtigsten Module in Ihrem Informatikstudium sein wird. Ja, und in diesem Semester habe ich Unterstützung von Christian und Sebastian und ich würde euch einfach mal ganz kurz bitten, euch mal ganz kurz vorzustellen. Ich fange einfach mal mit Sebastian an. Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Möller und ich habe dieses Modul auch belegen dürfen. Das ist allerdings auch schon ungefähr 13 Jahre her. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall interessant und ja, wir versuchen, das dieses Semester mal besonders interessant für Sie zu gestalten. Sehr gut, danke schön. Christian. Genau, ich bin Christian Heidemann. Ich habe diesen Kurs auch belegt. Zwar nicht bei Carsten, aber trotzdem, bei mir ist das auch noch gar nicht so lange her. 3 oder 4 Jahre vielleicht. Und ich habe letztes Semester auch schon mal oder vorletztes Semester auch schon mal mit Carsten zusammen eine Variation dieses Kurses durchgeführt und ihm da so ein bisschen bei der praktischen Durchführung zu den Praktikumsterminen unterstützt und Code zur Verfügung gestellt. Genau, und Ihre Vorgänger haben Christian als Ehrenmann bezeichnet. Sebastian war damals noch nicht dabei, den hätten Sie sicherlich auch als Ehrenmann bezeichnet, weil ich glaube, die Rückmeldung der Studierenden war eigentlich ganz zufrieden, klang ganz gut, klang ganz positiv. Das hat uns natürlich sehr gefreut und wir sind aber stetig bemüht, diesen Kurs immer weiter zu verbessern. Und wir haben uns halt so ein paar Dinge überlegt, die betreffen sowohl die Theorieanteile als auch die praktischen Aspekte. Das ist ja, wie Sie Ihrem Studien oder Ihrem Curriculum entnehmen können, ist es eine ja, 3 plus 1 Veranstaltung, das heißt dreistündige Vorlesung, einstündiges Praktikum. Wir werden das im Rahmen dieses Kurses aber sehr eng verzahnen. Wir werden die ganzen Inhalte über eine elektronische Plattform bereitstellen. Das zeige ich auch einmal ganz kurz hier im Video, genau, dass Sie das vielleicht einfach schon mal sehen. Kann man das jetzt sehen? Alles klar. Das ist die Plattform Elias, die wir als Hochschule gerade einführen. Wir werden den Inhalt, den Theorieanteil der Veranstaltung in sogenannte Lernsprints einteilen, in 3 Stück. Da wird es um die Themen gehen, ja, Analyse von Algorithmen, was ist überhaupt ein guter Algorithmus, was ist ein schlechter Algorithmus. Dann gucken wir uns ein klassisches Problem an, sortieren. Fallbeispiel werden wir machen für Algorithmenentwicklung. Da werden Sie die Inhalte finden der ganzen, ja, der ganzen Theorie beispielsweise. Da können Sie sich die Sachen anschauen. Das ist teilweise Text, teilweise ist das Video. Videos liegen alle bei YouTube. Genau, dann gibt es zu jedem Teil wird es auch einen kleinen Test geben. Der ist freiwillig, der dient für Sie zur Selbstreflexion. Das ist hier unten, ja, da sind wir gerade noch mitten in der Entwicklung, sodass wir im Prinzip alle Lernsprints mit kleinen Tests abschließen, wo Sie dann gucken, ob Sie denn mit den Inhalten auch bereits vertraut sind. Im zweiten Sprint wird es dann um Datenstrukturen geben. Binäre Bäume haben Sie vielleicht schon mal gehört. Entwurf von Algorithmen. Und im dritten gucken wir uns dann eine bestimmte Klasse von Algorithmen an. Da wird es gehen um Algorithmen und auf Graphen. Graphen ist ja, eine Struktur, mit der sich eine Vielzahl von ja, Problemen der realen Welt modellieren lassen. Das müssen wir ja tun, um die dann mittels eines Algorithmus bearbeiten zu können. Das Ganze ist noch in der Entwicklung. Wir werden das schrittweise freischalten für Sie, sodass Sie da anschauen können. Das werde ich in der ersten Veranstaltung nochmal eingehend erläutern, das Veranstaltungskonzept. Ja, und gekoppelt wird das mit einem praktischen Anteil, wo wir auch Tools einsetzen werden, die für Sie vielleicht auch neu sind, wo wir uns aber bestärkt fühlen durch ja, die Rückmeldung, die wir seitens ja, Ihrer potenziellen späteren Arbeitgeber da einfließen lassen, die uns dann nämlich sagen, dass ja gerade der Umgang mit professionellen Werkzeugen auch geübt werden muss. Und das stellen jetzt Sebastian und Christian kurz vor, was wir uns da überlegt haben. Ja, ganz kurz drumherum sozusagen um das Praktikum. Also wir haben uns überlegt, das Praktikum jetzt nicht losgelöst zu sehen, sozusagen die einzelnen Aufgaben, wie es klassischerweise sonst gemacht wurde schon,
in einer ja, abgeschlossenen Form sozusagen zu bearbeiten, sondern wir haben uns gedacht, wir betten das Ganze in ein kleines, in eine kleine Geschichte ein. Und zwar soll es so sein, dass Sie die Rolle eines Entwicklers übernehmen, der in einer Softwarefirma eingestellt wurde und jetzt quasi an einem Produkt gewisse Funktionalitäten erweitern soll. Die Tools, die dafür nötig sind, kommen so auch in der Realität vor, wie Carsten gerade schon erwähnt hat. Und das soll Ihnen einfach die Möglichkeit bieten, sich schon mal mit diesen Dingen vertraut zu machen, da das in unserer Sicht absolut sinnvoll auch für Ihr weiteres Studium und auch vor allen Dingen insbesondere für die Zeit nach Ihrem Studium ist. Weil wir, wie gesagt, schon sehr darauf achten wollen, dass das tatsächlich ein Umfeld ist, was ja so in dieser Form sowohl in der kommerziellen als auch in der Entwicklung von freier Software durchaus eingesetzt wird. Und zu den einzelnen technischen Dingen gebe ich jetzt mal weiter an Christian. Genau, wie schon gesagt, es wird eine Art Geschichte sein. Es ist so ein vorläufiges Produkt entwickelt worden in der Programmiersprache Java, wo dann am Ende Funktionalitäten von Ihnen zusätzlich implementiert werden sollen. Ich gebe jetzt noch nicht preis, was das für ein Produkt ist, aber ich glaube, das wird ganz spannend. Dabei wird es natürlich wichtig sein, dass wir die Tools dementsprechend vorstellen und Ihnen zeigen, wie das alles funktionieren soll. Unter anderem wird eine IDE vorausgesetzt, in der Sie entwickeln sollen, in der Sie testen sollen, was Sie so entwickelt haben. Wir werden einen ganz kurzen Blick auf Build-Tools werfen, in diesem Fall Maven. Und wir werden vor allem ganz viel mit der Versionskontrolle bzw. Versionierung von Software arbeiten. Wir haben an der Hochschule eine GitLab-Instanz, über die die Projekte verwaltet werden sollen. Da geht es nicht nur darum, dass Sie Ihren Fortschritt irgendwie festhalten und dokumentieren, sondern unter anderem auch lernen, mit sowas wie Issues und beispielsweise Bug-Reports und sowas zu arbeiten und sich allgemein halt über das Tool GitLab organisieren zu Ihrem Projekt. Es ist noch ein bisschen mehr eingebettet worden, aber dazu wird wahrscheinlich dann in der Durchführung des Kurses noch ein bisschen mehr Detail preisgegeben. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, der Spannungsbogen ist aufgebaut. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ja, wenn ich das so höre, also ich habe schon wieder große Lust auf den Kurs. Wenn ich mir das Lächeln von Christian und Sebastian anschaue, scheint das ähnlich zu sein. Und ich hoffe, Sie als Studierende wird das ebenso ansprechen. Und wir sehen uns dann in Kürze glücklicherweise wieder im Hörsaal. So zumindest aktueller Stand der Planung. Ja, ganz herzlichen Dank und bis zum Kurs vor Ort. Ciao.